Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Parteifreundinnen, ich begrüße Sie in Frankfurt am Main, der Stadt, die vielleicht wie keine andere Stadt Deutschlands mit dem Thema des heutigen Tages, der Europäischen Union und dem Euro, verbunden ist. Ich wünsche mir, das sage ich in aller Offenheit, dass dies auch noch lange Zeit so bleiben wird. Frankfurt ist nicht nur der Sitz der Europäischen Zentralbank. Frankfurt ist auch die Heimat wichtiger europäischer Finanzmarktregulierungsbehörden. Frankfurt ist Sitz der Bundesbank, und nahezu jede größere Bank auf dieser Welt hat zumindest eine Adresse in dieser Stadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt also keinen besseren Platz in Deutschland als Frankfurt am Main, um ein Zeichen für ein starkes Europa aus liberaler Sicht zu setzen. Der Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist mehr als eine gemeinsame Währung. Er ist das Band, was ehemalige Erbfeinde und Kriegsgegner gegen jedes noch so zählebige Vorurteil zusammenarbeiten lässt, wo man gerade nicht nur auf seinen eigenen Vorteil schauen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Euro ist ein Zeichen der Wertestabilität in unserer Region, und deshalb ist der Euro nicht nur finanzpolitisch von besonderer Wichtigkeit. Der Euro ist zweitens eine stabile Währung. Lassen Sie sich bitte nichts anderes einreden. Der Euro ist stabiler, als die D-Mark es in den letzten 10 Jahren ihres Bestehens war. Nach einer Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Banken lag die Inflation in Deutschland seit Einführung der Gemeinschaftswährung 1999 durchschnittlich bei gerade einmal 1,5% pro Jahr. Das ist wenig. Von 1949 bis 1998 lag der durchschnittliche Wertverlust der D-Mark beim Doppelten, also bei rund 3% pro Jahr. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die durchschnittliche Inflation im Euroraum der letzten 10 Jahre vergleichen mit der durchschnittlichen Inflation im D-Mark-Bereich der letzten 10 Jahre der D-Mark, so lag sie, wie gesagt, beim Euro bei 1,5% und bei der D-Mark bei 1,8%. Der Euro ist eine stabile Währung, und das möchte ich hier in Frankfurt am Main auch deutlich auf einem Parteitag der FDP sagen. Wir können damit zu Recht stolz sein auf unsere starke Währung. Wir müssen auch den Vergleich, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, mit dem US-Dollar, der sogenannten Leitwährung, nicht scheuen. In der Eurozone lag die Inflationsrate 1999 bis 2009 bei 2,1%. In dem gleichen Abschnitt war der Dollar in einer Inflation von 2,5%. So gering, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch der Unterschied ist, wenn Sie ihn aufsummieren, in den letzten 10 Jahren hat der Dollar gegenüber dem Euro 20% an Kaufkraft verloren. Der Euro ist eine stabile Währung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir nach Osten schauen, nach China, so drückt sich diese Währung ja einem Vergleich, da sie künstlich niedrig gehalten wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Dritten möchte ich aber darauf hinweisen, wie gesagt, Frankfurt am Main, die Stadt des Euro, der EZB, dass keine Volkswirtschaft in Deutschland so viel von dieser Währung profitiert hat wie wir Deutsche. Seit Mitte 2009 ist die restliche Eurozone immer tiefer in die Krise geraten, während Deutschlands Wirtschaftskraft seitdem weiter gewachsen ist. Das BIP um ca. 7%, die Exporte um ca. 25%. Der positive Effekt der Währungsunion hat allein für Deutschland zuletzt 165 Milliarden Euro im Jahr gegeben. Sie wissen, McKinsey hat entsprechende vergleichende Studien vorgenommen und geht davon aus, dass rund ein Drittel des Wirtschaftswachstums seit 1999 in unserem Land, in Deutschland,
auf die Stabilität des Euro zurückzuführen ist. Der Euro ist eine stabile Währung. Der Euro ist eine gute Währung für Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum Vierten geht es aber nicht nur alleine um den Euro, sondern es geht um die Idee Europas. Es geht um die Freizügigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern sind mit mir nach Tirol zum Skiurlaub gefahren, nach Nauders, wer es vielleicht kennt. Wir hatten damals 4 Portemonnaies dabei, das deutsche sowieso, das österreichische auch. Nauders liegt an der Grenze zu Italien, das italienische auch. Und um zollfrei in Samnaun zu kaufen, auch noch der schweizerische. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Hürden sind vorbei. Wir haben nur noch eine Währung dabei. Wir werden nicht mehr kontrolliert. Und in Dänemark ist jetzt auch diese Kontrolle und damit die Freizügigkeit der Menschen wieder vom Tisch. Europa ist mehr als nur eine Währung, und daran müssen wir heute anknüpfen. Liebe Parteifreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frankfurt-Hessen ist aber auch ein guter Ort, um sich mit der Neuausrichtung oder vielleicht der Justierung der liberalen Bildungspolitik auseinanderzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind stolz darauf, dass wir als Liberale beweisen können, dass Bildungspolitik dann ganz besonders erfolgreich für die Schülerinnen und Schüler ist, wenn Liberale Verantwortung als Kultusminister in einem Bundesland haben. Und sie sind in einem Bundesland, meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem es eine liberale Kultusministerin Dorothea Hensle gibt, eine Kollegin des schleswig-holsteinischen Kultusministers Klug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik organisieren will, der muss dieses in den Ländern machen. Wir haben es in den letzten 2,5 Jahren begonnen. Wir haben keinerlei strukturellen Schulausfall mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die hessischen Schulen bekommen über 100% der Versorgung von Lehrern, die ihnen zusteht. Wir haben 2.150 neue Lehrer in den letzten 2,5 Jahren eingestellt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist verantwortungsvolle, liberale Bildungspolitik, und die gehört in die Länder. Doris Hensler, unsere Parteifreundin, hat es geschafft, dass wir das erste Schulfreiheitsgesetz haben. Wir wollen nicht, dass die Schulen gegängelt werden. Wir wollen, dass Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit vor Ort organisiert wird. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das müssen wir in den Ländern schaffen. Und Kollege Klug und Kollegin Hensler sind die besten Beispiele dafür. Liberale Schulpolitik gehört in die Kultusministerien der Länder, und darum kämpfen wir, noch mehr Kultusministerien zu übernehmen. Und Frankfurt, Hessen ist ein guter Ort, um sich mit dem Grundsatzprogramm der FDP auseinanderzusetzen. Sie wissen, wir haben derzeit die Wiesbadener Beschlüsse. In Hessen vor gefühlt 15 Jahren in der Landeshauptstadt beschlossen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier in Frankfurt am Main unsere Grundlagen weiter auszubauen, damit wir nicht nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Partei sind, die regieren will und die regieren kann, sondern dass wir auch die Partei sind, die Grundsätze immer wieder auf den neuesten Stand bringt. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Frankfurt am Main in Hessen. Fühlen Sie sich in dieser Halle wohl, fühlen Sie sich auf den Empfängen wohl, fühlen Sie sich vielleicht auch in der einen oder anderen Kneipe wohl. Wir können hier in Hessen hart arbeiten, aber wir können in Hessen auch richtig klasse feiern. Herzlich willkommen in Frankfurt am Main.